Ja, ein herzliches Hallo an alle. Und wir gucken uns heute mal eine richtig große Höhle an, und zwar die Qiangdao Cave, die hier auch in der Nähe von Chiang Mai ist, in den Bergen rund um von Chiang Mai. Und das soll eine der größten und schönsten Höhlen sein überhaupt in Thailand. Und das werde ich heute mal checken und euch natürlich mitnehmen. Diese Höhle ist auch mehr als 400 Millionen Jahre alt. Stufen hoch und dann mal reingehen, mal schauen, wie es da aussieht. Überstattet. Schon sehr groß. Gehen wir weiter rein. Oh, you can visit this here, Alisa. Alisa, you can visit here. Huh? Oh, Schuhe ausziehen. Okay. Nicht mit Schuhen. Without shoes. Yes. Okay. Any seconds. Nur ein paar Sekunden oben. Ja, hier in Thailand ist es so, dass man heilige Orte nicht mit Schuhen betreten darf. Und das habe ich leider gerade ganz kurz vergessen. Ja, das ist hier im Prinzip jetzt der Eingang von der Höhle, wo es losgeht. Und die ganze Höhle ist der Rundgang mehr als 800 Meter lang. So, wir haben jetzt eine Tour gebucht mit einem Guide. Da kann man jetzt noch ein paar andere Sachen sehen. Fernab von der normalen Touristentour. Die hat auch eine Lampe dabei, weil es hier sehr dunkel ist. Aber ich hoffe, dass man das Video trotzdem sehen kann, auch wegen der Dunkelheit. Denn diese Höhle soll eine der wirklich schönsten und interessantesten sein. Alisa, watch your steps, yeah? Hier oben hängen über Fledermäuse. Die hier fliegen. I don't know the English word. In German is... Ja. Ja. Man nennt diese Höhle auch die Tempelhöhle, weil überall hier in den kleinen Nischen gibt es eben, ja, nicht einen Tempel, aber auf jeden Fall so Buddha-Statuen, und wo die Leute eben auch hier beten können. Hier? Little bit. Okay. One moment. Hier durch. Okay. Ja, gut. Okay. Ja. Ja. Also das ist echt schon erstaunlich, wie riesig diese Höhle hier ist. Was hier vielleicht nicht so rüberkommt, ist die Deckenhöhe. Also es geht auch nach oben immens weit hoch. Okay. Ja, gut. Wow. Ja, dieser Abschnitt hier wird nur mit dem Guide gemacht, weil es hier eben auch nicht mehr beleuchtet ist, sondern alles stockfinster. Oh ja. Yes. Ja. Also dieser kleine Felsen eben sieht aus wie ein Löwe. Da wird auch der Löwenfelsen hier genannt. And sometimes here is water inside or not? No. When raining season is water inside here? Yes. Ja. Also in der Regensaison ist auch ein bisschen Wasser hier. Also nicht hier oben, aber weiter unten in der Höhle. Hey. What's up, babe? I'm a little bit scared now for you.
So, jetzt kam uns tatsächlich hier jemand ohne Lampe hier im Stockfinsteren entgegen. Yes. Ja. Das sieht aus wie ein schlafender Elefant, sagen die gerade. Sleeping Elephant. Ja. 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 Looks like, ja. Aha. Ja, diese Steinsäulen hier oder Kalksäulen sind über Jahrmillionen mit heruntertropfendem Wasser entstanden. Das darf man mal nicht vergessen. Lisa, attention. No, you. Yeah, yeah, not I, you, that you falling down. We go this way? No, we don't go this way. Easy. No, no. Inside big? You test? Ah, so it's only this one? Ah! You make funny things with the big German guy. Funny things with the big German guy? Oh my god. Okay. So, that's all. Also, hier durchs Nadelöhr durch. Aha. So, hier ist the big room. Hier ist wieder ein bisschen größer. Okay. Also, unser Tourguide, der schickt mich hier durch ganz kleine, enge Durchgänge. Also, unglaublich. Oh, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt. Hat immer ein Foto. So, hier auf dem Foto kann man es besser sehen. Also so wundervoll sieht hier oben jetzt die Decke aus in dieser Höhle. So, weiter geht's. Sieht auch gut aus hier. No, no problem. Oh, this is nice. Yeah, picture. And what's this? Ah, okay. You want? Yeah, I make a picture from you first. So, jetzt gibt's wieder eine enge Höhle. Hier. Also wieder Kopf runter auf den Boden kriechen. Okay. Gut. Gut. Na, ich sehe gar nichts. Dann? Ja, go. Go, 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 go. Ah. Yes, so. Oh, come. Okay. Gut. Gut. Jo. Gut. Der Boden ist auch sehr glitschig hier. Yes, yes, thank you. Jo. Oh Mann. Little bit? Yes. So. Okay. So, mit dem Boden ist fertig. With the small things is finished now. I hope so. You want picture? So, weiter geht's. Waterfall. Ah, this, yeah. Yes. Yeah, this is from the water. Many years ago, I think. Water comes here, yes. Uh-huh. Ja, viele Millionen Jahre ist das Wasser hier die Wand runtergelaufen und hat natürlich gewaltige Kalkablagerungen hinterlassen, die man jetzt natürlich ganz deutlich sehen kann, in einer riesigen Menge.
Hier genauso, das hat alles über Jahrmillionen das Wasser geformt. Das ist echt gut hier. Very nice place. Many things to see. Viele Sachen anzusehen. Papaya. Papaya? Papaya or jackfruit? Ja. Yes. Dann kriegen wir das ein bisschen weiter. Ja. Gut. Oh wow, ja. Ist alles vom Wasser eingewaschen mal. Vor tausenden von Jahren. Ah, hier gibt es noch so einen Mini-Tempel oder so ein, ja, Gebetsschrein. In die Watt. Homit? What's this? Like the monk, but he stay in the cave. Es gibt wohl noch eine kleine Höhle. Mal sehen, die gucken wir uns jetzt mal an, bevor wir rausgehen wieder. Der Boden ist auch sehr schlüpfrig hier. Der mit so was, weiß ich nicht, Feuchtigkeit. One moment. So, alles so. Ja. Oh, now it goes down. 30 meters down? 20. And how we can go up the same way? Yes. Also jetzt geht es 20 Meter runter, hat sie gesagt. Bin ich ja mal gespannt. Oh, Alisa. Ja, you slow, ne? Ja, ja. Oh. So, die Treppe ist schmal. Sehr klein. Okay, go, Alisa. Gut. Huh? No problem. Yeah. So, Kopf einziehen hier. Hier wird es ein bisschen dünn wieder. Hier hängt wieder was runter, Steine. Also Kopf einziehen. Was ist denn das? Ja, ja. Das ist also ein hohler Stein, wo das Wasser rauskommt. Bisschen zumindest. Ah, das ist so eine Tropfsteinmühle hier. Mhm. Ist very big. Ist also echt super groß hier unten. Mitten im Berg. Oh. I became water on the head. I became water on the head now, yeah? Water. Yeah. Oh, lucky. Yes. Okay. Yeah. Oh, then I must play lottery. Then I have luck, yeah? Lottery, yeah? Play lottery when... Was sieht Wasser auf den Kopf gekriegt, da muss man Glück haben. Und hier? Oh, hier geht's auch tief runter. Hier ist deep. Yes. Ja. Also, das ist schon eine riesige Höhle. It's a very big cave here. So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg Richtung Ausgang. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen, weil wir natürlich sehr, sehr tief in die Höhle reingegangen sind. Hier hängt auch alles von der Decke runter. Steine. Wow. Also das ist wirklich ein unglaubliches Kunststück der Natur. Es ist unglaublich, wozu die Natur imstande ist. Das muss man sich hier wirklich mal anschauen. So. Oh, hier gibt es noch einen großen Buddha.
hat das Gefühl, die Hülle nimmt gar kein Ende. From the feeling the cave has no end. This is very big cave here. Very, very big. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Meter wir unter der Erde sind. Aber auf jeden Fall ist das hier wirklich in dem ganzen Berg drin. Also wir sind eigentlich in den Berg reingegangen. So, sozusagen ist der Berg hohl. Oh, this looks like good, huh? Lisa? Das kann man mal auf sich wirken lassen hier. Alles von der Natur. Ja, das ist alles durch Wasser entstanden, ne? Vor ein paar tausend Jahren. It's all from the water. Any thousand years ago. Here's water. Yeah, here's water. Mm-hmm. Yeah. Yeah, it's water, huh? Mm-hmm. Yeah, all it's wet here in the cave. Also alles sehr feucht hier in der Höhle. Die Steine, selbst die Steine sind nass und schwitzen. Huh? Ah. When you go there 5000 baht. Ja. Okay, it's cheap price, huh? So, die ist, nennen sie hier die Senchidi. Ist auch im Laufe der Jahre gewachsen. Ne? Im Jahre der Tausenden von Jahren. Many thousand years. So, der Weg nach draußen. Aber das ist schon eine gewaltige Höhle, sehr groß. So, a very big, big cave. So. Der Weg nach draußen. Okay. Okay, super. Nice trip. So, super Tour heute. Nee. Wir gehen jetzt noch etwas hier in der Nähe von der Höhle etwas essen und danach gehen wir noch mal auf so ein Fest der Einheimischen hier. So, wir gehen jetzt noch hier was essen in so einem kleinen Restaurant. Das ist die Speisekarte, also hier kriegt man alles Mögliche. Was bestellt? Your order? What's this? Fried chicken? Yes, and... Papaya. Papaya-Salat. Gut. And Salat. So, Salat gibt es dazu. Papaya-Salat und frittiertes Hühnchen. So, and? The taste is good? Is good? Schmeckt es? Mhm. Spicy? Spicy. For you it's too spicy. I think for you it's nothing too spicy. Also sie sagt, für sie ist es zu scharf. Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Mm. Is it good? Not spicy. Not spicy. And you have two forks? You have... Sie hat zwei Gabeln. Okay. Oh, thank you. Gut. So, Papaya-Salat. Nicht scharf dieses Mal. Sind die frittierten Nudeln auch gekommen. Auch mit Salat dazwischen. Ein Stück Lemon. Sieht auch sehr gut aus. So, der Tisch ist voll. Jedes Gericht war jetzt 50 Baht. Ungefähr 1,35 Euro.
So, heute sind wir auf dem Festival von dem Stamm der Lisu. Das ist hier in Thailand ein Stamm. Und die machen hier heute so ein kleines Festival oder so ein kleines Fest mit Tanzen, Essen, Musik. Und das gucken wir uns heute mal an. So, los geht's. Schauen wir uns das mal genauer an hier heute. So, das ist also so der traditionelle Tanz von der Lisu, von dem Lisu-Stamm hier in Thailand. Ja, es gibt ja verschiedene Stämme, ne? Lisu, die sind mal ursprünglich aus der Region China hierher gekommen. Und dann gibt es auch noch die AK, den AK-Stamm. So, also der Tanz ist im vollen Gange, sind doch relativ viele Leute hier. Dafür, dass es ein relativ kleiner Stamm ist hier in Thailand. Und auch ringsrum sieht man viel Essensstände wieder, ne? Aber da gehen wir gleich nochmal hin. So, auf der anderen Seite, hier ist übrigens auch dieses Gelände, wo Silvester gefeiert wird hier. Aber hier auf der anderen Seite ist noch eine große Bühne mit Live-Musik. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Mal sehen, was da los ist. Hier gibt es sogar riesige Klimaanlagen hier für hier draußen. Falls einem hier mittags mal zu warm wird. Jetzt geht gleich die Sonne unter oder ist schon untergegangen. Ist nicht mehr so warm, aber interessant, ne? Riesige Klimaanlagen für draußen, auch nicht schlecht. So, wir essen jetzt Papaya-Salat. Scharf, nicht scharf und ein bisschen Hühnchen. Das werden wir jetzt mal probieren hier auf dem Festival. So, jetzt trinken wir noch mal einen Kaffee. Mal gucken, was hier los ist. You sell here? Ja? So, I want the coffee? Hot? So, jetzt habe ich gerade einen Kaffee gekauft. Frisch gebrüht, frisch gemahlene Bohnen. Kostet hier 35 Baht, ungefähr 90 Cent. Ja, 90 Cent für einen Kaffee kann man echt nichts sagen. Das ist nun wirklich richtig günstig. Da kann man wirklich nicht mehr tun. Ja, natürlich wieder eine Menge Essen hier überall. Ja, hier kann man mal die traditionelle Kleidung sehen. So, ich gehe jetzt mal zu der Haupttribüne hin. Hier gibt es ein bisschen Musik. Und mal schauen, was hier jetzt so geboten wird. So, hier gibt es erstmal eine Ansprache. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, wie den Baum geschmückt haben, das sieht ja wirklich einmalig aus hier. Ja, das ist schön passend, vor allen Dingen auch hier zu der ganzen Location. Hier zu der Bühne. Und da hinten sieht man nochmal... Ja, so ein beleuchtetes Tor hier, sozusagen als Eingang hier für dieses Event. So, ich werde mal ein bisschen Popcorn probieren. Sawadikap. I want Popcorn? Ja. We have Karamell Popcorn? Caramel? Yes, okay. One? 40 Baht, okay. Ja, gut. Ja, 40 Baht Popcorn, so ein kleiner Eimer, sind ungefähr 1 Euro, auch in Ordnung.